Jo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Wichtel hat den Laden umgeräumt. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder natürlich eine neue Ladenüberschrift, das kennen wir ja. Und gleich sieht der Laden auch noch ein bisschen anders aus. Wenn ich nämlich futtern war, hat Wichtel da rumgewütet. Da bin ich mal gespannt. Das ist dann für euch und für mich neu. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was wir haben. Plörrbräu. Plörre, was hast du uns zu sagen? Jeder kennt schon damals, Otto hat es erfunden. Und der Slogan ist sehr einprägsam. Die Sonne geht unter, Plörrbräu kommt hoch. Und genauso ist auch das Bier, was wir hier anbieten. Und alles andere. Okay. Im Grunde ist es einfach nur das Wischwasser von unserem Boden, aber wir verkaufen es als Bier. Weil irgendwann gärt das von selbst. Irgendeiner kauft es dann und dann sagt, irgendeiner findet das dann auch gut und dann sagt, hey, ihr, probiert das mal. Ja, klar. Du kannst wirklich irgendwelchen Rotz auf den Markt werfen. Irgendwer sagt, boah, das schmeckt aber gut. Kauf ich wieder. Ich habe nur 3 Zähne verloren, als ich reingebissen habe. Aber auf jeden Fall, Plörre kenne ich sonst halt aus hier Deponia. Hier, Typ, du sollst eigentlich arbeiten, Junge. Ich hab ihn gerade eben mal weggeschickt, weil der wollte schon in die Wüste gehen und sterben. Ach, war ja schon so nah. Ja, der war schon ziemlich weit unten. So, schau dich mal um, was sich geändert hat. Also hier hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Hier vorne hast du rumgebaut. Ja, das musst du aber hier mal wegmachen, ja, also, ne? Das geht nicht mehr, das ist im Boden geglitscht. Hier findest du alle salzigen Sachen, also salzigen Cracker und sowas. Aha. Und Nudeln. Hier findest du alles, was du in die Suppe rühren kannst. Und dergleichen. Hier Hundefutter und Tomaten. Und eben alles, was du in die Suppe rühren kannst. Ja, also auch Suppen. Hier findest du alles, mit dem du backen kannst. Waschmittel? Ja, klar. Für die Farbe. Und hier findest du alle Süßigkeiten. Ja. Ist cool, oder? Oh, ja, hi Süße. Du bist ja genau richtig. Ja, wir sind auch hier drin. Ich habe da so ein ganz langes Snickers in der Hose. Kannst du mal dran lutschen? Was? Und hier sieht's auch besser aus. Jetzt musst du nämlich hier hinten, um in die geheimen Apfelzimt-Dungeons zu kommen. Ja. Die Farbe ist theoretisch ein bisschen falsch vom Licht her, aber... Nee, blau ist wichtig. Okay. Eigentlich könnte das hier noch hier rüber. Das meinst du, es soll rot sein, ne? Ja, natürlich, ist ja böse und dunkel und gefährlich, weißt du? Blau gibt dir ein Gefühl falscher Sicherheit. Ja, genau. Ach so. Blau beruhigt. Ja, eben. Ach, das ist deine Bestellung. Wahrscheinlich. Das ist mein Obstgedöns. Und Getränke und so. Ich misch das alles zusammen und verkauf's. Als Suppe. Einmal in den Thermomix. Ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen kritisch mit dem Thermomix. Ich auch. Ich höre immer nur davon, so von wegen so, ja, einmal rein, alles glücklich und so und hast du nicht gesehen. Ja, aber die Leute verlernen doch total das Kochen. Ja, auch. Es ist immer so die Sache mit Automatisierung. Alles, was automatisiert wird und dir abgenommen wird, das machst du nicht mehr. Es ist die Frage, ab wo setzt du den Schritt an, wo du sagst, aber die Leute verlernen das. Weißt du, was ich meine? Die Leute verlernen es auf lange Sicht, eindeutig. Ja, natürlich. Aber das gilt ja auch für andere Sachen, die automatisiert werden. Ja, ist auch leider so. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Autofahren automatisierst. Finde ich äußerst kritisch. Richtig. Die Sache ist, irgendwann kann dann halt wirklich keiner mehr Autofahren, weil es wird dann nur noch automatisch gemacht. Und, weißt du, das geht auch fürs Abspülen. Spülmaschine ist auch so eine Sache, weißt du? Ja, das kann ich wenigstens. Ja, natürlich, das kannst du noch, aber jetzt stell mal vor, einer macht das wirklich nie. Bei mir auf Arbeit. Habe ich das Gefühl, einige sind zu blöd dazu. Siehst du? Und das ist halt der Punkt, wo Automatisierung halt auch negativ sein kann. Natürlich, wenn du es nie lernst. Problem ist allerdings, du kannst auch nicht alles lernen. Das gibt einfach zu viel. Moment, du kannst nicht alles lernen. Das ist richtig, weil Lebenszeit ist begrenzt. Man kann viel lernen, aber alles? Da ich eh unsterblich bin, habe ich die Zeit dazu. Ach so. Beweis mir doch mal das Gegenteil, hä?
Das ist der Vorteil, wenn man so ein kleiner Wichtel ist, ne? Ja. Es liegt an der Mütze. Nee. Ich hab gehört, so sich selbst zu betatschen hält jung. Ach so. Das ändert natürlich das gesamte Game. Na klar. Ich verweigere auch vor Gericht die Aussage aus Gefahr, mich selbst zu betasten. Oder zu belasten. Eins von beiden kommt aufs selbe hinaus. Mich selbst zu betasten, das wird's sein. So, ich bin da. Ich hab den Morning Crunch dabei. Oh, hier. Nehm ich ab. Mein Zeug. Da kommt sogar noch mal was dann. Kennst du diesen einen Film mit Johnny Depp, mit diesem Indianer? Indianer? Ich glaub, Lone Ranger hieß der. Ah, den habe ich nicht geschaut, der soll aber echt scheiße sein. Ich fand den eigentlich ganz gut. Der ist nicht gut angekommen, soweit ich weiß. Der hat sich in der Mitte irgendwo ein bisschen gezogen, aber eigentlich waren da sehr coole Sachen drin, fand ich zumindest. Ich habe ihn nicht gesehen, zumindest. Aha. Ich... Auf jeden Fall... Ja. Auf jeden Fall kamen da so Sachen wie, hier, da liegt dann da so eine Leiche, der Indianer sagt dann so zu der Leiche so von wegen so, ah, nette Schuhe oder so, wir machen Tausch und drückt ihm dann Stein in die Hand und nimmt ihm dann dafür die Schuhe ab. Ja, ist nicht geklaut. Aha. Kennst du das mittlerweile alte Spiel Red Dead Revolver? Gehört, aber nicht wirklich gesehen. Ich habe mal Red Dead Redemption gesehen, tatsächlich, aber... Ja, das habe ich auch. Aber bei Red Dead Revolver gibt es auch eine Stelle, da bist du halt im Knast und da liegt ein Toter und da bin ich irgendwann mal einfach so an den hingegangen, ob man irgendwas machen kann. Und du kannst der Leiche für Geld wirklich Sachen abkaufen, die du nur bei dieser Leiche kriegst. Das ist ein seltsamer Händler, aber... Ja, ich habe dann auch gedacht, weil im Spiel, wo du gegen andere gespielt hast oder gegen KI, gab es sowas zum Beispiel wie Schlangenöl. Das kriegst du nur bei dieser Leiche. Und nur einmal beim Spiel durch. Und nur ein einziges Mal beim Spieldurchlauf. Ja, das ist bestimmt der erste Händler aus Dark Souls. Wieso? Das ist auch ein Skelett. Ah. Auch so ein Untoter. Divinity gab es ja auch Untote. Das ist richtig. In Teil 2 konntest du, glaube ich, sogar auch einen spielen. Ja. Ich hab Divinity 2 auf meinem Kanal durchgespielt. Ja, ich hab das nur mal angefangen und irgendwann kam ich dann zwischendurch nicht weiter und so. Und dann sind noch andere Sachen dazwischen gekommen. Dann hat sich das alles so irgendwie verzogen. Und dann nochmal wieder von vorne anzufangen, so eine Sache. Wir könnten sie ja einen Koop spielen. Könnten wir. Aber du weißt dann schon alles. Mehr oder weniger, weil je nachdem, was du machst, sind Sachen auch anders. Das ist richtig. Ich meine, Baldur's Gate 3 habe ich auch noch. Habe ich auch nur kurz den Anfang gespielt. Da habe ich noch keinen Teil davon gespielt. Baldur's Gate habe ich tatsächlich mal auch ältere Teile so ein bisschen angespielt, aber auch halt auch nicht viel und nicht lang. So, ist es ein Hack and Slay, nicht wahr? Nein. Echt? Baldur's Gate ist wie Divinity. Divinity ist ja auch ein Hack'n'Slay, im Grunde. Divinity ist doch kein Hack'n'Slay. Ja doch, du rennst rum, tötest Monster, kriegst Erfahrung, steigst auf. Passt doch. Ja, aber du hast Pen-and-Paper-Gameplay. Pen-and-Paper ist doch Hack'n'Slay quasi. Nee, Hack'n'Slay ist eigentlich eher actionlastiger. Na, das komm. Ist ja rundenbasiert. Ja, okay. Deswegen, also ein Hack'n'Slay ist was anderes. Ach, ist mir doch egal, geh du doch irgendwo hin. Auf jeden Fall, Divinity ist zum Beispiel ja auch von denselben Machern, die halt auch Baldur's Gate 3 gemacht haben. Da merkt man das auch ziemlich. Ich muss sagen, das Spiel hat aber so viele geile Elemente gehabt. Ja, Baldur's Gate 3 soll noch ein ganzes Stück besser sein. Moment, hier fehlt noch der mexikanische Urwald, da haben wir noch genug. Bei den Süßigkeiten. Es ist, finde ich, gar nicht so schlecht, das System gerade. Bei Baldur's Gate 2 habe ich auf jeden Fall Folgendes getan. Ich habe mit meinem Bruder das mal angefangen, einfach so. Da habe ich einen Elf genommen. Und es heißt, Elfen haben ja von Natur aus wohlklingende Stimmen. Du konntest halt dann auch aus einem Setup quasi eine Stimme auswählen. Und ich habe einfach eine Person genommen, die einfach sächsisch spricht. Ah, tatsächlich. Erinnerst du dich noch, als ich über das Zaubererhandbuch geredet habe. Ja.
Und der hat auch drin geschrieben, du entscheidest, wie die Charaktere sind und du kannst denen auch entsprechende Charakteristika geben. Warum nicht mal einen bayerisch redenden Ork? Oh, das wäre auch cool. Ja. Ich meine, ich liebe ja so Akzente. Das ist ein Dialekt. Ja, Akzente und Dialekt. Wenn wir schon beim Klugscheißen sind, dann... Ja, klar. Ich meine, ich liebe ja so Dialekte, das ist einfach mega lustig. Und auch wenn jetzt so ein Holländer, wenn du so einen Holländer reden hörst, es klingt einfach so genial. Ich liebe das. Ich bin ja Sachse. Sächsisch ist ja auch geil, wenn man das dann so hört. Das klingt so lustig. Weiß nicht. Dann wirst du dich vielleicht kaputt. Also solltest du doch mal mit uns 7 Days to Die spielen, dann spielst du mit 3 Sachsen. Das kann auch lernen. Und ich verfalle auch in diesen Dialekt, wenn ich mit meinem Bruder rede manchmal. Also meine Frau hat schon gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann fange ich an rumzusächseln, ohne dass ich es merke. Normalerweise rede ich ja Hochdeutsch. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Ja, klar. Deswegen, man merkt, macht nie eine Break? Hör auf, eine Break zu machen, du Alter. Checkout. Macht die schon wieder Pause? Ja, ich glaube, die habe ich vorhin mal eingestellt. Immer diese Sucht, die ist, weißt du, immer direkt an der Zigarette. Wieso rauchen hier eigentlich alle? Ich glaube, die Hersteller vom Spiel, die Entwickler, die haben Deal mit, hier, wie heißt das? Marlboro? Richtig. Du musst rauchen. Genau sowas. Du musst rauchen. Rauch jetzt gefälligst. Aber das ist eigentlich halt total schädlich. Rauchen? Ach nö. Nö. Das ist wie in der Folge, dieser einen Folge Star Trek. Kennst du das, wo bei Deep Space Nine, glaube ich, Quark dann so in der Zeit zurückgereist ist? Deep Space Nine habe ich nicht mehr geschaut. Okay. Die Folge ist auf jeden Fall kleine grüne Männchen. Und die waren dann nachher in Area 51. Und die haben denen dann angefangen, Sachen zu verkaufen. Quark meint nur so von wegen, wie hat er gesagt? Die Leute, die geben Geld aus, um sich selbst zu vergiften. Ich kann denen alles verkaufen, das ist das Paradies. Ja. Ach, das ist ein Ferengi, oder? Ja. Ja, ist auch so. Marmelade. Marmelade steht bei den Süßigkeiten, logischerweise. Ah, hier. Oh ja, also Quark ist definitiv Ferengi, der würde auch seine Großmutter verkaufen, wenn er dafür Geld kriegt. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Star Trek-Fan, aber es gibt Sachen, die sind da richtig lustig, das muss ich zugeben. Allein schon die Erwerbsregeln von den Ferengis. Ja, die haben ja so um die 40 Regeln. Richtig. Da sind auch so Sachen drin wie, wenn du etwas verkaufen kannst, ist es auch wert, das zweimal zu verkaufen. Das heißt, du verkaufst an 2 verschiedene Leute, obwohl nur einer das Produkt kriegt. Expandiere oder verrecke. Ja, ich glaube, das gab's auch. Das ist eine ihrer Regeln. Ja, ich kenne mich in Star Trek ein bisschen aus. Also ich habe Voyager und Next Generation auf jeden Fall vollkommen gesehen. Ich habe nichts davon vollkommen gesehen. Ich habe von allem so ein bisschen gesehen, weil mein Bruder halt einfach so Star Trek-Fan ist. Und der will einem das dann natürlich auch immer andrehen. Wie gesagt, kann halt ganz cool sein, aber ich war halt eher so der Star Trek-Typ. Nicht Star Trek, Stargate-Typ, so. Oh, Stargate schaust du auch, okay. Habe ich jetzt zwischendrin Stargate wieder unterbrochen, aber eigentlich, ja. In der Tat. Ja. Ronan und Tiag, ich fand das so geil, wo die zusammen gekämpft haben bei Atlantis. Das sagst du aber sehr oft, in der Tat. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Crunchy war hier bei den Aufstrichen. Also, der Film von Stargate, den fand ich tatsächlich nicht so gut, aber die Serie, die war richtig gut. Du meinst den allerersten? Richtig. Es gab mehrere. Ich meine den allerersten Film auf jeden Fall. Der Ark of Truth gab es ja auch noch. Das war quasi der Abschluss der der ursprünglichen Serie. Ja, ich meine aber den ersten, wo Jack O'Neill dann noch halt ganz anders aussah. Ich weiß nicht, welcher Schauspieler das war, aber das war nicht... Oh Gott, warte mal. Gott, wie... Russell Crowe war das. Ja, kann sein. Ja, aber ja, der ist nicht so gut tatsächlich. Es ist auch so komisch bei den Rückblenden, wenn sie halt das dann reinspielen. Das sind falsche Schauspieler. Ja, was willst du machen? Die Szenen sind gedreht. Ja, Richard Dean Anderson ist halt einfach deutlich besser gewesen. Ja, der ist ja auch vor allem MacGyver gewesen. Ne? Ja, habe ich auch früher geschaut. Und er hat auch das Drehbuch von Stargate halt geschrieben. Ich finde das so gut, dass der das MacGyver quasi das Drehbuch von Stargate geschrieben hat.
Ja, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass gerade wenn Tony Shalhoub, der Monk, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der hat ja Monk gespielt. Und gerade wenn die dann irgendwie so eine Serie haben, dann fangen die auch an, Drehbücher entsprechend zu schreiben für die Serien. Also einzelne Episoden quasi. Monk fand ich auch immer gut. Ich mir vielleicht irgendwann mal angucken. Da habe ich sogar alle DVDs da. Cool. Also es gab auch ein paar Folgen, die waren nicht gut, aber die meisten waren gut. Der Typ scheint auch im privaten Riss so richtig lustig zu sein. Das glaube ich. Ich meine, es gibt Leute, die so Sachen machen, die sind dann verdammt cool drauf. Also Hut ab. Es gibt sehr viele coole Leute, definitiv. Mich? Richtig. Ja. Sonst würde ich auch nicht mit dir aufnehmen. Im Grunde nimmt er nur mit mir auf, weil er in meiner Schuld steht. Ich habe ihm mal vor ein paar Jahren so 10 Cent geliehen. Seitdem steht er in meiner Schuld. Richtig, und das hat sich dann jeden Tag verdoppelt und ihr wisst nicht, was da zusammengekommen ist. Da kommt echt was zusammen. Wenn du das, da kommt richtig, richtig viel bei sowas zusammen. Ja, irgendwie fehlt mir ein Wagen. Ach da. Also diese Verdopplung ist heftig. Vor allem, wenn du mit einem Cent anfängst, ist es ja schon hart. Wenn du mit 10 Cent anfängst, bist du ja schon schneller dabei. Ja, 10-mal so schnell. Erstmal was trinken. Wo sind die Avocados? Die waren doch hier irgendwo. Ich muss mich an meine neue Obstabteilung wieder gewöhnen, weil... Wobei, die sind tatsächlich noch hier. Ich habe alles schon so ein bisschen an die Seite geräumt, aber das hier, das Regal steht... Also die zwei, die stehen hier noch mittendrin. Ich muss dann auch gleich mal gucken, was das nächste Upgrade kostet. Wir haben jetzt so viel Geld rausgepulvert für deine sinnlosen Upgrades hier. Und für die richtig sinnlose Einrichtung, die du gekauft hast und gewollt hast. Ja, diese sinnlose Einrichtung von den ganz normalen Regalen, den großen hier, ne? Ja. Ich habe gesagt, lass es, wir haben das Geld nicht dafür. Unsere Geldgeber, die Daumenschrauben werden immer enger. Nein, kauf das, es ist wichtig. Ja, nicht so, als ob ich hier so viele blaue Lampen und Pappaufsteller von Typen... Ja! Wollen wir nicht ein bisschen Dekoration kaufen? Da kriegen wir mal Kunden, hat er gesagt. Willst nicht mitkommen, wird bestimmt lustig. Muss bloß noch schnell zur Bank. Und zack, ist der Bankdirektor tot. Die Bullen sind hinter uns her und ich habe ein scheiß Messer in der Kehle. Aha. Ständig passieren solche Sachen. Was? Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Ich will lieber segeln. War ein Spruch aus Wodka. Ging aber nicht mehr ganz zusammen. Weil Warcraft hatte ja auch in den Strategieteilen immer relativ coole Sprüche, genau wie StarCraft. Hast du die Einheiten mal mehrfach angeklickt? Ja. Wir haben eine Hexe gefunden. Können wir die verbrennen? Ganz genau, ich hab diese Sachen geliebt. Die haben das so gut umgesetzt damals, als sie noch gut waren. Voll und alles Mögliche. Schade, dass sich Blizzard dann halt so entwickelt hat. Aber das hat Activision, glaube ich, auch viel Schuld dran. Just what I was after. Die haben die ja aufgekauft. Ah ja, okay. Ja. Aber das lässt sich leider nicht verhindern. Ich finde es halt immer so schade, dass die Leute halt mittlerweile mit so irgendwelchen wirklich Schund zufrieden sind. Manche Sachen sind wirklich einfach nur noch scheiße und die Leute, oh, das kaufe ich mir. Frage ich mich immer, warum? So kriegst du nie wieder gute Spiele. Ja, weil die Leute damit durchkommen. Ja? Ich meine, es gab sogar tatsächlich mal jemanden, der hat das ausprobiert. Der hatte mal hier einen Generator geschrieben, AI. Der hat dann entsprechend Slot Machines gebaut. Diese Slot Machines, die hat er so bauen lassen, dass er einfach allen möglichen Kram recycelt hat und immer neues Thema und hat dann sich irgendwie ein Bild als Hintergrund generieren lassen, damit dann die ganze Sache halt immer als anderes Spiel gelten kann. Mhm. Und das hat er dann automatisiert auch noch auf im Play Store rausgestellt und der hat da ziemlich gut Geld mitgemacht. Ja, da waren alle scheiße. Yes, found it. Ich verstehe es halt nicht. Ja, Glücksspiel halt, ne? Ja, aber
Das habe ich auch noch nie verstanden. Das ist wirklich teilweise immer nur ein anderer Hintergrund und oh, wird damit trotzdem konsumiert. Mhm. Warum habe ich denn mal Reis gekauft? Ich kenne eine Person, die hat auch so ein Spiel gespielt, das hieß Puzzles and Empires. Und das ist einfach so ein Bejeweled-Ding, nur dass du halt entsprechend Helden hast, die dann halt je nach Farbe und sowas dann Schaden am Gegner machen und solche Sachen, so RPG-Mix mit da reingebracht. Und das Ganze an Gacha-System gekoppelt und möglichst Pay-to-Win. Weißt du? Und nach einer gewissen Weile kam dann noch der nächste Titel damit raus mit einem anderen Thema, aber dasselbe Spiel eigentlich, weißt du? Da haben die einfach einen Asset-Swap betrieben und das ist meins. Ja, kannst du auch haben, ich räume sie nur eben kurz weg. Mhm. Und da haben sie halt einen Asset-Swap betrieben und übelst einfach die Kunden versucht abzuzocken. Das System halt möglichst scheiße umgesetzt, dass du halt entsprechend nicht wirklich viel Fairness da drin hast. Und ja, das war's dann halt. Und da haben die, glaube ich, mittlerweile schon bestimmt 5 Spiele. Und die sind alle gleich scheiße. Ja, läuft doch. Gibt auch diese One-Dollar-Games. Das ist eine extra Marke tatsächlich, die. Ja. Was haben die so rausgebracht? Was für eine Scheiß. Wie hieß das? Da gab es irgendein Spiel, da ging es darum, dass du ein Kind bist und du musst deine Mutter dazu bringen, dass sie die Süßigkeiten kauft. Und das ist einfach nur die gleiche Mutter und das gleiche Bild hinter 3 unterschiedlichen Hintergründen. Und du kannst eigentlich nur auf den Knopf drücken, dass das Kind einen random Spruch sagt und die Mutter darauf reagiert, indem sie sagt: Du bist nervig, wow. Und sowas. Kostet nur 1 Dollar, aber hat sich verkauft. Ja. Und wenn du oft genug gedrückt hast, dann hat es irgendwann gesagt, ja, ich kauf's dir. Aber es waren halt einfach nur 4 oder 5 unterschiedliche Sprüche, die das Kind gebracht hat. I want candy! Und sowas. Also möglichst günstig produziert. Ja, also im Grunde hast du deine Mutter, die mit ihrem Kind in den Süßigkeitenladen geht und sich dann darüber aufregt, dass das Kind Süßigkeiten will. Das spielt man. Ich meine, gut, wir spielen gerade Grocery Store Simulator, wir sollten vielleicht nicht darüber reden, aber. Das ist das Spiel. Ja, aber du hast nur einen Knopf, um was zu drücken. Ja. Ich weiß, was du meinst. Hier hast du wenigstens einige Funktionen und die sind ja auch zumindest fröhlich dabei und machen ja auch noch was dran und die schrauben ja offensichtlich relativ gut an dem Spiel rum. Was halt zeigt, dass sie zumindest dedicated sind bei der Arbeit. Wir könnten, Store Level noch nicht, beim nächsten Mal vielleicht, aber du hast verschiedene Mechaniken im Spiel. Du hast, die kaufen was, die suchen sich sogar aus und wenn du die Preise zum Beispiel zu stark hast, dann kaufen sie nicht alles. Das ist ein funktionales Spiel. Die müssen alles kaufen. Hol die Waffe, hol die Schrotflinte. Ja, du hast ja wirklich halt ein funktionales Spiel. Mit eigenen Mechaniken. Kannst auch Blödsinn machen. Ja. Aber wir sind jetzt voll ernst bei der Sache. Ja, irgendwie schon. Das ist traurig, ne? Wir sind so viel profihaft geworden jetzt mittlerweile. Unsere Apfel-Zimt-Mischung ist auch schon so voll dabei, da kommt keiner mehr ran. Die können alle nicht konkurrieren mit uns. Deswegen fahren die Leute alle aus ihrer Stadt hinten bis nach hier. Die beobachten den Laden schon mit Ferngläsern. Ja, und die Geschäfte da drin sind schon pleite gegangen. Das waren ursprünglich Ladeninhaber, die jetzt bei uns arbeiten. Richtig. Die haben sich erst die Haare vom Kopf gerissen und dann haben sie gesagt, okay, dann fangen wir doch bei denen an. Ja, die haben auch deswegen ständig das Problem, dass sie rauchen müssen, weil sie einfach mit den Nerven nicht zurande kommen, weißt du? Ja, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus in deinem Lager. Oh, die Kürbisse passen da rein gut. Einfach irgendwas nehmen und irgendwo reinschmeißen, wird schon passen. Ja, das machen wir doch immer so, oder? Ja. Irgendwas nehmen und irgendwo reinstecken. Ja. Und der hat genau danach gesucht, das hat er gerade gesagt. Ich habe ihm gleich einen Kürbis in den Arsch geschoben, tatsächlich. Deswegen hat er das gesagt. Ja, ja. Exactly, war der Need. Ja, da kommt auch die Pause her. Alles hin. Milch. Aber den Gang können wir auf jeden Fall nicht zu zweit gleichzeitig einräumen, das ist zu eng. Milch ist alles weggegangen. Ja, Milch geht gut. Klar, wir verkaufen ja die Cornflakes. Da brauchen wir auch die passende Milch. Richtig, die richtige. Ich habe ein Stück Kuchen noch gar nicht gegessen, das habe ich ganz vergessen, fällt mir gerade ein. Ich habe auch noch Kuchen. Ja, meine Frau hat einen Kuchen gebacken. Okay, gebacken ist der bei uns nicht, aber... Er ist gekocht.
Den gekauft. Der wurde bestimmt auch gebacken, glaube ich. Nein, der wurde so im Reagenzglas hochgezogen. Weißt du, wie Wesker? Wie mein Kind. Ist so. Der ist aus dem Reagenzglas. Wenn der irgendwann mal sagen muss, also ich muss dir auch fragen, wie das, irgendwann musst du, wirst du ja gezwungen, hey, fragen, wie das so ist, kann ich immer sagen, du kommst aus dem Reagenzglas. Ist schon hart dann teilweise, aber okay, wenn es halt tatsächlich so ist, es hat ja je nachdem auch seine Gründe, ne? Ja. Meine Frau hat mir schon öfter gesagt, hör auf so zu reden, das ist dein Kind. Wenn ich irgendwelche perversen Sachen mit ihm in Verbindung bringe. Oh je. Man ist bei dir schon teilweise ein bisschen gestraft, oder? Er hat sich anders verdient. Irgendwann wird dein Kind diese Videos sehen. Nein, ich gebe mir echt viel Mühe mit diesem Kind. Das weiß ich. Das muss man dazu sagen. Woher? Also, beobachtest du uns etwa? Nein, du hast doch schon Sachen erzählt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Eben. Und die Geheimkameras hast du natürlich nicht jetzt erwähnt im Part, ne? Also. Nö. Es muss ja einen Grund geben, warum ich immer halbnackt rumtanze, oder? Natürlich. Aber eigentlich wartest du doch nur auf Regen. Ja, genau. Das sind Regentänze. Das ist wichtig, also... Wie steht jetzt minutenmäßig? Ich habe jetzt keinen Überblick mehr. Müssten jetzt gleich den Laden zumachen. Okay, weil danach sperre ich einfach mal schnell meine Hühner ein. Ja. Wird bestimmt schon langsam dunkel. In der nächsten Folge können wir dann expandieren mit neuen Produkten. Aha. Also so, Leute, so klingt das halt, wenn man mehrere Frauen zu Hause hat, dann heißt es dann, ich sperre meine Hühner. Ja. Ich mache jetzt mal Geschäft zu. Richtig. Unsere super Kassenmenschen, die werden ja hoffentlich dann dafür sorgen, dass die auch entsprechend rausgeschmissen werden, die Leute. Ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock auf mehrere Frauen, glaube ich. Es gibt ja so eine Sendung, Alle meine Frauen, wo ich mir denke, also ich würde es nicht fertig kriegen, genauso viel Energie reinzustecken, wenn ich jetzt die gleiche Frau nochmal hätte. Ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Das geht nur, wenn du die wirklich massiv vernachlässigst, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Deswegen funktionieren solche Beziehungen auch eigentlich nie, wo du mehrere Personen gleichzeitig hast, weil da gibt es ja Leute, die machen sowas und du hörst immer wieder, dass diese Beziehungen halt relativ schnell scheitern. Und ich meine, wenn es klappt, gut für euch, aber es ist halt schwierig tatsächlich hinzugehen und zu sagen, dass du... zwei Menschen genau gleich liebst, das funktioniert nicht so. Und dann auch noch sich gleich um genau gleich viel um die zu kümmern. Also entweder du vernachlässigst beide oder halt eine. Ja, ich hatte ja auch mal eine Freundin, die ihr Freund, weiß nicht, eigentlich eher nur ihr Stecher. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, der Typ ist ein Arschloch. Hab gesagt, nee, ist er nicht. Tatsache war, der hat sogar drei Beziehungen gleichzeitig gehabt. Der ist halt viel rumgereist, hatte zu Hause, ich glaube, eine Ex, er hatte eine Ex und er hat in drei unterschiedlichen Städten wirklich eine andere Frau überall. Es ist nur rausgekommen, weil die eine Frau, geistig gestört war aus meiner Sicht und dann wirklich so viel rumgeschnüffelt hat, bis sie das rausgefunden hat alles. Alles, sogar, die hat sogar die Telefonnummern von den Frauen rausgefunden, wo ich denke, wie viel Energie hat diese Frau da reingesteckt, weil sie anscheinend in ihn verliebt war. Ganz ehrlich, der hat aber auch irgendwie Recht dazu gehabt, das dann zu machen, wenn da wirklich sowas gewesen ist, weil sowas willst du ja nicht, dass du irgendwie dann verarscht wirst und hast du nicht gesehen. Ihr ging es nicht darum, glaube ich. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hat wirklich so Richtung Liebeswahn war die wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Aber ich frage mich doch, wenn man jetzt weiß, dass eine Person eigentlich so scheiße ist und mehrere Leute gleichzeitig hat, ohne es dir zu sagen und es ist verheimlicht und alles, warum ist man dann mit dieser Person überhaupt noch zusammen? Warum interessiert man sich dann noch für die Person? Ja, ich glaube, da ging es wahrscheinlich nur darum, ich gewinne und dann ist der noch meine. Anscheinend hat es ihm auch echt nicht gut getan, so wie ich mitgekriegt habe dann. Weil der war, ich weiß nicht, er hat dann auch richtig graue Haare und alles gekriegt durch den ganzen Stress, aber andererseits habe ich mir gedacht, selber schuld. Ja.
Ich meine, graue Haare habe ich durch Stress auch schon bekommen, gefühlt, durch gewisse Personen. Aber. Ich habe seit ich 23 bin graue Haare, weiß. Wie beschissen ist es, im Krankenhaus zu arbeiten, teilweise? Ja, also da mit 23 hatte ich das noch nicht. Aber tatsächlich stören mich graue Haare eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ja, bin ich mehr wie Geralt von Riva. Richtig. So, solche Charaktere finde ich halt eigentlich immer ganz cool. Deswegen, mich stört es nicht. Ich finde es auch komisch, wenn die Leute dann immer so durchdrehen. Ja. Ich habe heute auch wieder mit jemandem geschrieben, wo ich mir auch gedacht habe, das ist dein einziges Problem. Ja, der leidet sehr darunter, dass er... Wie groß ist er? 1,73,5? Wo ich mich schon gedacht habe, 0,5? So genau misst du dich, so wichtig ist dir das. Oh, mein größter Traum ist, dass ich 1,80 werde oder größer. Ich habe dann geschrieben, dein Traum ist Käse. Du bist so groß wie ich. Wow. noch ein Leidensgenosse. Weil ich mir auch denke, hä? Willst du mich verarschen? Ich habe es eigentlich echt weit gebracht. Ich meine, wenn du alt genug bist, dass du nicht mehr wächst, dann brauchst dein Traum nicht sein, dass du so groß wirst. Dann musst du dir halt höhere Schuhe besorgen oder halt, du musst darauf verzichten. Manche Sachen kriegt man halt so nicht. Aber okay. Ich würde sagen, der Part ist jetzt relativ gut zu einem Ende gekommen. Wir haben eine relativ lange Folge wieder. Wir haben 31 Minuten gerade auf dem Tacho. Deswegen würde ich mal sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu können, wenn wir wieder Blödsinn mit unserem Laden anstellen. Der irgendwie scheiße gut aussieht mittlerweile. Also auch nicht. Ciao. 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 Ciao.